Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum täglichen Cointrend. Gestern sprechen wir noch von Durchdrehen, heute hat sich Bitcoin gedacht, lassen wir das von gestern nochmal als komplett lächerlich dastehen und zeigen mal, was wirklich verrückt ist, weil es ist komplett ausgerastet. Und wenn man sich mal so, ja, besonders zwei Katzen im Speziellen hier anguckt, hier oben 7350 und wir kommen ja eigentlich in der Kerze davor, waren wir ja noch bei 6.930, was jetzt selbst schon komplett verrückt ist. Und schießt dann einfach mal hier komplett in die Höhe. Also ging dann über die Kerze und dann in die nächste Reihe ein bisschen hoch. Und hat sogar die Trendlinie, die ewige, die wir hier lang laufen sehen, sogar durchstoßen dann an der Stelle. Ja. Jetzt könnte man sagen, nicht viel, es sind 150 Dollar. Das absolut ist natürlich viel, prozentual nicht so ganz. Aber danach kam es dann gleich wieder runter, sodass ja, hier trotzdem ganz gut der Wendepunkt erkennbar war. Und dann fiel das Ganze einfach mal wieder auf 6.750. Und das ist nämlich das Schöne, dann wurden nämlich erst die Leute hier komplett, ja, in den Arsch getreten, die geschortet haben hier. Das sieht man dann mit dem Riesenanstieg und dem nächsten Zug wurden alle die dann ja wieder geleimt, die dann hier irgendwo long gegangen sind und dann auf einmal der Kurs einfach mal um, wenn man mal 7.350 und ein 6.000, ja, wenn wir einfach mal um 600 Dollar nach unten gehen, da kann man schon mal ein bisschen was mitnehmen. Und hier, ja, sehen wir dann aber, dass wir noch ein bisschen wieder hochgekommen sind. Sieht halbwegs nach einem Double Top aus, ist noch nicht wirklich so, sondern bewegt sich jetzt oder hat sich dann so ein bisschen in einem symmetrischen Dreieck bewegt und hier dann jetzt auch vor kurzem den Ausbruch gemacht. Wir haben hier den 1-Stunden-Chart. Wenn wir uns ja alleine von hier den Schritt mal angucken, bis hier oben, das sind dann 500 in, ja, 7,43% in so kurzer Zeit. Ja, da ist einfach, ich weiß nicht, also da spielen alle verrückt und da, das wird auch ganz interessant, was die nächsten Tage bringen. Coinbase hat zum Beispiel den Tag mit den höchsten Anmeldungen ever gehabt, also was alles da für neue Leute da natürlich reinkommen. Und dann wird es aber kritisch auch an dieser Stelle, weil wir hier dann natürlich von den Leuten sprechen, die wirklich nur, ja, aus reiner Angst etwas zu verpassen hier reinkommen. Das hat meistens eher den Effekt, dass genau an dieser Stelle der Kurs dann umdreht und alle Gegebenheiten dafür haben wir ja im Moment auch. Ich bin ganz gespannt, was mit dieser Kerze hier passiert. Ich hoffe, / vermute, ja, dass wir hier jetzt nochmal an diese Linie kommen, 7220. Wenn man hier auch mal ins Fibonacci Retracement sich das Ganze anschaut, wenn wir jetzt gucken vom höchsten Punkt hier, was die absolute Spitze war, bis zu der, ja, wir nennen es mal Korrektur, die dann in der gleichen Kerze hier noch vorgenommen wurde. Und dann sehen wir hier auch die verschiedenen Level hier. Die 0,618er Linie hat sich zum Beispiel als wichtiger Widerstand hier erwiesen, wo wir auch mehrfach dran waren. Und jetzt sind wir darüber hinaus, sodass ich vermute, dass wir hier in den Bereich 7200, ja, knapp über 20 kommen. Ist ja auch ungefähr mit der Trendlinie. Und dann wird es interessant. Prallen wir hier wieder ab, dann könnten wir das ja, als wirkliches Double Top werten, um dann möglicherweise in die Korrektur überzugehen, was hiermit dann auf jeden Fall wahrscheinlich werden würde, wenn wir hier abprallen. Durchbrechen wir das Ganze natürlich, kann es auch einfach mal ganz anders laufen und wir setzen einfach noch eine Spitze oben drauf. Warum? Ja, sollte es jetzt vielleicht nicht mehr ganz so viel nach oben gehen? Da sprechen natürlich unsere Bänder. Hier sehen wir, wie das eindeutig überzogen ist hier über den Tag hin. Wir hatten 6.900 Berührungen hier
mit dem Band. Hier drüben haben wir es ja auch gehabt, noch mit 6700, alles noch berührt, war aber sehr weit oben dann schon mit dem Docht. Und jetzt diese Kerze hier. Ich sehe das recht ähnlich auch zum letzten Mal. Hier sehen wir, das war ein ähnliches Verhalten. Ein starker Anstieg, hier dann eine lange Kerze, also mit langem Docht. Und dann kam aber die nächste Kerze, ging auch nochmal nach oben und nicht ganz bis zu dieser Spitze, aber ja, nahezu, um dann sich zu korrigieren hier. Also es ist ein recht ähnliches Verhalten, wie wir das hier drüben sehen. Daher könnte ich mir das auch an dieser Stelle hier vorstellen, dass wir dann heute, das ist ja schon die neue Kerze, bis hier hochkommen, um dann wieder nach unten zu gehen, vielleicht auch erst am nächsten Tag. Das wird sich dann erst zeigen, wenn wir hier unten mal in die verschiedenen Indikatoren gucken, sehen wir auch jetzt, wir sind auf jeden Fall schon wieder im sehr überkauften Bereich. Was aber noch nicht heißen muss, dass wir umdrehen. Hier ist eine leichte, minimale Umkehr zu sehen für den Moment, aber noch nicht bestätigt, dass es hier dann komplett runter geht. Das wäre dann der Fall, wenn wir in den, ja, 80er-Bereich hier runter wieder reingehen. Das wäre dann eher ein Signal, dass es dort an dieser Stelle wieder runter geht. Ähnliches hier beim RSI, da sehen wir ja, da sind wir ja auch ein gutes Stück davon entfernt, auch was den Wendepunkt angeht, der deutet sich hier noch nicht an. Die Tageskerze ist natürlich noch einige Stunden wird die laufen, noch 21 Stunden müssten es sein. Dann wissen wir da erst genaueres. Hier unten sehen wir auch im MACD, da dreht sich zum Beispiel noch nichts um, dass jetzt hier das irgendwo runter geht. Der Unterschied im 12 Stunden sehen wir das auch noch nicht. Da ist es noch am Anwachsen. Es könnte mit dem nächsten dann so kommen. Das ist aber jetzt natürlich Spekulation von mir. Da würde man dann, wenn der nächste Balken kleiner wird und die dann kleiner werden, das wäre dann ein Zeichen der Umkehr an der Stelle. Ja, und während ich rede, sind wir schon bei 7185. Sind also wieder, ja, auf dem Weg hier Richtung genau dieser Trendlinie. Mal gespannt, vielleicht erleben wir es ja sogar im Video noch oder vielleicht auch mal eine 7600 oder so. Einen anderen Coin, den ich mitgebracht habe und wir hatten in den letzten Tagen schon, Komodo weiterhin sehr, sehr gut auf Kurs, im Vergleich zu allen anderen, die sich ja sehr schwer tun mit der, ja, mit der Korrektur durch Bitcoin, also dadurch, dass Bitcoin steigt, dass die Altcoins es schwer haben. Hat sich Komodo richtig gut gehalten, hat auch hiervon sich sofort wieder erholt. Schöne Spitze heute sogar gesetzt mit 37.500. Der Coin ist also auf jeden Fall einer, der sich sehr, sehr, sehr stark zeigt im Moment. Jetzt mit dem Anstieg von Bitcoin natürlich wieder geht es wieder ein kleines Stück runter, aber wir sind immer noch hier Aufwärtstrendlinie. Wir sind kurz drunter gegangen durch den krassen Anstieg bei Bitcoin, aber schnell wieder drüber und gehe jetzt auch davon aus, dass wir jetzt hier das als untere begrenzende Trendlinie haben über einen längeren Zeitraum. Da bin ich mal gespannt, weil dann könnte man hier einiges an Bewegungen hinlegen. Komodo ja sowieso einer, also meine favorisierte dezentrale Exchange-Plattform. Deswegen erwarte ich da auch ziemlich viel für die Zukunft. Ich habe noch Ethereum auf jeden Fall hier mit dabei, was ich ganz interessant fand. Ich habe mich, als ich den Chart aufgemacht habe, gefragt, was die Linie ist, und dann fiel es mir ein. Wir haben ja vor ein paar Tagen schon mal Ethereum angeguckt und ich bin der Meinung, dass ich das mit euch im Video gemacht habe, dass ich gesagt habe, wir haben hier oben irgendwo eine Supportlinie, die müsste hier gewesen sein, möglicherweise 0,045 und noch so gemeint, ja, wenn die bricht, dann kann man natürlich hier das Ganze dann shorten bis zum nächsten Support und zack, da ging es dann einfach mal vom einen auf den nächsten. Das sind immerhin einfach mal 16% minus. Wenn man dann einen Short hatte, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Genau passend war natürlich der Wendepunkt mit hier sehen wir dem Support-Level, da ist einfach der Docht dann einfach kurz drauf und zack ging es wieder nach oben. Da ist natürlich dann auch wichtig, dass man
hier auch seine Position auflöst dann an der Stelle und nicht irgendwie gierig wird oder ähnliches. So, dann haben wir hier drüben Bitcoin Cash, habe ich auf jeden Fall noch. Und ja, also wie immer, ihr wisst ja, ich bin nicht so der größte Freund von, aber auf jeden Fall einer der Coins, die sich die letzten Tage sehr, sehr gut entwickelt hat. Wir haben extremen Zuwachs, wenn man sich das hier mal anguckt, in der Spitze 72%, also eine Riesenentwicklung hingelegt. Jetzt wird auch mit dem ganzen Thema, natürlich mit dem 2x-Thema, Segwit 2x, was passiert da genau? Wenn es da immer ja, Streitigkeiten gibt und so weiter, hilft das auf jeden Fall Bitcoin Cash, weil wenn es zum Beispiel keine Blockerweiterung gibt, dann ist ja Bitcoin Cash für die Leute, die größere Blocks wollen und ja, steht dann sozusagen als Alternative bereit, hätte also den Vorteil an der Stelle. Wenn wir uns so mal die Widerstände angucken, sind wir hier schon an einem. Das haben wir dann auch an. Oh. Das haben wir dann auch an der Stelle gesehen. Hier hat es auch Widerstand gefunden, ging wieder runter. Jetzt ist schon wieder auf dem Weg und genau an dieser Linie wieder. Wenn ich das mal einzeichne hier, das ist ungefähr auf der Höhe. Das sehen wir hier drüben durch diesen Bereich, in dem es seitwärts ging. Da können wir dann den Widerstand dort annehmen. Und den nächsten großen, mal kleinere Bereiche kann man auf jeden Fall hier wieder antizipieren. Ich würde noch die psychologische Marke von 0,1 als wichtig ansehen, auf jeden Fall für einen Widerstand und dann der Bereich hier. Also hier würde man dann wieder eine Linie setzen. Das ist jetzt 0,11229, wer es ganz genau will. Also so in dem Bereich wäre dann wirklich ein stärkeres Widerstandslevel wieder. Hier zwischen könnte man ein kleineres nehmen. Wie gesagt, die psychologische Marke von 0,1 fände ich auf jeden Fall wichtig noch. Ja, und während ich geredet habe, hat Bitcoin die nächste Spitze gesetzt. Wir gucken mal im 15-Minuten-Chart hier rein. Wo ging es hin? Es ging sogar kurz über die Trendlinie wieder. Wir hatten hier die Spitze 7282. Schießt einfach mal komplett drüber. Wir sehen jetzt auch, wir sind hier über den Bändern einfach mal mit der ganzen Kerze, haben den nicht mal berührt. Da könnte es auch sein, dass sich das Ganze dann gleich wieder umkehrt. 15-Minuten-Chart ist natürlich nicht mega aussagekräftig. Also wenn man jetzt hier von den Indikatoren abliest und so weiter, dann kann man das natürlich auch immer nur kurzfristig damit was anfangen und das jetzt nicht auf einen längeren Trend oder ähnliches beziehen. Trotzdem natürlich mit dem zweiten Punkt dort oben ganz interessant die Entwicklung, die sich jetzt zutragen wird. Für alles weitere, wir sehen hier auch im 1-Stunden ist es bereits überzogen. Da wäre mal der 4-Stunden-Chart auch noch interessant. Ja, hier sieht es eigentlich ganz gut aus, was das zumindest angeht. Hier würde ich mir die Indikatoren auf jeden Fall noch mit angucken. Wir sind hier noch zum Beispiel noch nicht mal im doch überkauften Bereich. Das ist interessant, weil da ist auf jeden Fall noch Platz. Die Kerze ist in 22 Minuten zu Ende. Das gibt dann natürlich deutlich mehr Informationen. Wenn wir jetzt hier gucken, da gibt es jetzt nicht ganz so viel, aber der MACD steht zumindest kurz wieder davor, ein Kaufsignal abzugeben. Ja, hier wäre interessant, den RSI wieder in dem überkauften Bereich zu sehen. Also, dass man dann ungefähr, ich schätze jetzt das Ganze mal ab, dass man ungefähr hier wieder in den überkauften Bereich kommen würde. Und dann eine negative Divergenz hätte hier, um wieder runter zu gehen. Das würde zumindest gut ins Bild passen. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie sich das hier entwickelt, wenn man von dieser Divergenz eingehen würde, es sogar ausgehen. Ausgehen, dann würde es sogar noch ein Stück höher kommen hier über die Linie mit der Kerze. Ja, das werden wir jetzt aber natürlich nicht abwarten. Das würde sonst viel zu lange dauern. Ihr wisst schon wieder viel, viel mehr, wenn ihr wach seid, wenn ihr das Video guckt. Ich persönlich hoffe, muss ich jetzt so sagen, auf einen Double Top. Also wir haben den einen Hochpunkt hier,
Den zweiten würden wir in einer ähnlichen Region setzen, mit dem Docht hinein, so dass man das auf jeden Fall als Double Top sehen kann. Und dann würde man nach unten gehen an der Stelle. Das ist das, was ich hoffe, so wie es im besten Fall, denke ich mal, sein wird, auch weil man natürlich dann hier zurück in die Bänder kommen muss, was im im Eintageschart angeht. Und dann auch, wenn man sich jetzt mal die Indikatoren dazu anguckt, hier verschiedene Divergenzen hat. Hier ist noch nicht abgeschlossen, deswegen kann man es jetzt auf jeden Fall noch nicht ganz sagen, aber hier könnte man dann auf jeden Fall was mit der Divergenz sich anschauen, ähnlich wie wir das schon mal hier drüben hatten. Wenn es jetzt höher geht, besteht aber natürlich auch die Chance, noch höhere Punkte hier zu setzen. Wie gesagt, ich hoffe da eher auf diese Trendlinie, die schon ewig Bestand hat, aber wohl nicht mehr allzu lange, wenn es so weitergeht. Ich wünsche euch viel Spaß, viel Erfolg beim Traden. Schaut natürlich drauf, was Bitcoin macht, weil geht Bitcoin runter, hilft es euren Altcoins. Wenn es rauf geht, dann tut es den Altcoins ganz schön weh. Denkt da immer dran. Und ja, wir sehen uns wahrscheinlich übermorgen wieder, zumindest was den Coin-Trend selbst angeht. Und ich wünsche euch bis dahin alles Gute. Macht's gut. Bis dahin.